بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، im letzten Dars haben wir Stopp gemacht bei der Riba. Wir haben einige die Definition der Riba genannt, was die Lästerei ist. Und einige Gründe, warum ein Mensch lästert und wie es geschieht, was die Lästerei ist, auf welche Bereiche oder welche Bereiche sie einnimmt und umfasst. Heute wollen wir kurz erwähnen Entschuldigungsgründe. Entschuldigungsgründe für die Riba. Also das heißt, die sechs, insgesamt gibt es sechs Situationen, in denen ist die Riba legitim, also nichts Verwerfliches, nicht verboten. Welche sind diese? Nummer 1, die erste Stelle, an der die Riba legitim ist, ist der At-Tawallum. At-Tawallum bedeutet, wenn du eine Beschwerde einlegst. Wenn du beim Qadi oder einer Funktionsperson eine Beschwerde einlegen möchtest über Fulan und Fulan hat mir das und dies angetan oder er tut jemanden so und so an, da ist es legitim, das zu erwähnen, da auf andere Art und Weise dieser Zustand nicht geändert werden kann. Der Zustand, wenn er geändert werden muss, müssen ja die Individuen genannt werden. Hier ist es unter anderem legitim. Zweitens, al-isti'ana ala taghyiri munkar. Wenn es eine Schandtat gibt, die praktiziert wird und du bist in der Lage, sie zu ändern, beispielsweise verbal, wenn du die Situation erwähnst. Das gehört ja dazu. Die Änderung des Munkar geschieht entweder mit der Hand, wenn du dazu in der Lage bist, oder mit der Zunge. Und wenn man das nicht kann, mit dem Herzen. So, wenn jetzt eine gewisse Form des Munkar stattfindet und du erwähnst es, um Hilfe dazu zu holen, stehst du damit, man das ändert. Auch hier ist es legitim, die Personen individuell zu erwähnen, die darin verwickelt sind. Die dritte Sache, in der es legitim ist, eine Person schlecht zu erwähnen, ist der Al-Istifta. Al-Istifta heißt, wenn man jemanden um die Fatwa bittet. Also wenn du jemanden deine Sachlage schilderst, um ein dazugehöriges entsprechendes Rechtsurteil zu bekommen. Das ist die Al-Fatwa. Auch hier ist es legitim, daher wird im Hadith von der Frau des Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb, dort erwähnte seine Frau, sie kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Mir fällt gerade der Name seiner Frau nicht mehr ein. Hint. Sie kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: Inna Aba Sufyan Rajulun Shahih. Abu Sufyan ist ein geiziger Mann. Also er geizt in den Ausgaben und in unseren Unterhaltskosten seiner Frau und der seiner Kinder. Dann fragte sie: Gibt es denn etwas dagegen einzuwenden, wenn ich versteckt etwas von seinem Geld nehme? Dann sagte er: Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Nimm das von seinem Geld, also ohne sein Wissen, was für dich und deinen Sohn auf angemessene Art und Weise ausreichend ist. Also nicht übertreiben, das nehmen, was man halt so auf angemessene Art und Weise braucht. Das kann sie sich nehmen, ihre Unterhaltskosten und die Unterhaltskosten sein ihrer Kinder, kann sie aus dem Geld des Ehemannes nehmen. Hier sehen wir auch, sie hat Abu Sufyan mit einer negativen Eigenschaft individuell und persönlich erwähnt. Aber beim Istifta ist das nicht unbedingt notwendig. Du kannst nämlich auch allgemein sprechen, oder? Du kannst sagen, wie ist das Urteil über einen Mann, der so und so macht? Oder über eine Frau, die so und so macht. Du musst nicht den Namen hier erwähnen. Das ist manchmal sogar besser. Übrigens, Abu Sufyan ist der Vater von
einem bekannten Sahabi, den die Ahlul Bid'ah kritisieren und verfluchen. Abu Sufyan, Muawiyah. Abu Sufyan ist der Vater von Muawiyah, radiyallahu anhu. Ihr wisst vielleicht, was zwischen Muawiyah und Aisha und Ali und so weiter war. Diese Streitereien und Kriege, die da entfacht sind. Aber trotzdem muss man erwähnen, dass also das, was da passiert ist, war aufgrund einer, ich nenne es mal, eines Ta'wil, eines Missverständnisses, ja. Also auch die Seite von Muawiyah, die Leute in Scham haben gedacht, dass das, was sie machen, richtig ist. Und das, was die anderen machen, Ali radiallahu anhu und so weiter, dass das falsch ist. Und sie haben sich verweigert, Ali, die Leute in Scham, Muawiyah war ja Gouverneur in Scham. Er war nicht der Khalifa oder König, er war einfach nur ein Statthalter von Uthman radiallahu anhu. Dort in Muawiyah. Als Uthman umgebracht worden ist, und am Mord von Uthman waren nicht ein, zwei Männer beteiligt, da waren große Scharen von Menschen beteiligt. Haben ja sein Haus mehrere Tage, wie nennt man das, belagert, ja, und ihn dann letzten Endes umgebracht. Die im Scham, in der Anführung von Muawiyah, und auch dem Sahabi Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, der große Sahabi, ein bekannter Mann unter den Arabern. Sie waren der Auffassung, dass wir geben Ali nicht die Bay'a, bis er sich rächt von den Mördern des Uthman, bis es zum Qisas kommt. Ali radiallahu anhu war nicht in der Lage. Er war nicht in der Lage, weil das einfach. Das waren, wie gesagt, nicht ein, zwei Männer. Er konnte das nicht einfach so jetzt von heute auf morgen regeln. Es waren viel zu viele Menschen an dieser Sache beteiligt. Und als sie sich dann verweigert haben, hat Ali radiallahu anhu dann ein Heer ausgeschickt dorthin, um sich erstmal zu versöhnen. Aber es kam dann so bei Nacht irgendwie zum. Es gab Leute da drinnen, auch die Khawarij waren. Teilweise waren Leute der Khawarij im Heer von Ali radiallahu anhu. Und da waren auch andere, die einfach danach gesehnt haben, dieses Ganze anzuzetteln. Die Zanadiqa, der Abdullah ibn Saba. Und dann hat man halt so das angestachelt. Und jeder hat gedacht, wir werden gerade angegriffen von dem anderen und haben sich verteidigt. Aber dennoch muss man erwähnen, auch wenn Muawiyah radiallahu anhu und wer mit ihm war, hier entschuldigt sind in ihrer Sache. Aber Ali radiallahu anhu war der Richtige. Die Wahrheit, das Richtige lag auf der Seite von Ali radiallahu anhu. Deswegen sagte auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, ihr kennt Ammar, sahih? Das ist der, dessen Mutter die erste Märtyrerin war. Ammar ibn Yasir war auf welcher Seite? Auf der Seite von Ali radiallahu anhu. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Ammar, taqtuluka al-fi'atul baghiya. Im Unrecht liegende Gruppe wird dich umbringen. Und wer hat Ammar umgebracht? Die Leute in Scham. Im Krieg zwischen Ali und Muawiyah wurde Ammar von den Ahlus Scham, also vom Heer des Muawiyah, ermordet. Was sind die offensichtliche Bedeutung davon, wenn wir sagen, Taqtuluk al-Fi al-Bariya, dich wird die unrechtmäßige Gruppe umbringen, dass die dich ermorden, jene sind, die im Unrecht liegen. Als man Muawiyah, als Abdullah ibn Amr ibn al-As, also der Sohn von Amr ibn al-As,
der die rechte Hand von Muawiya war. Amr ibn al-As war die rechte Hand von Muawiya sozusagen. Und einer der Schlichter. Er und Abu Musa al-Ash'ari sollten das schlichten. Also man hat sich geeinigt darauf, dass man beide ablöst von ihren Ali, sowohl als auch Muawiya ablöst von ihren Positionen. Und dass man Abu Musa und Amr ibn al-As, dass sie halt auf eine Entscheidung kommen. Jedenfalls, als Abdullah, der Sohn von Amr ibn al-As, der hat seinen Vater begleitet, aber nicht im Krieg teilgenommen. Der hat weder für sie gekämpft noch für sie gekämpft. Weil er diesen Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hatte. Er hat sich da dann nicht dran beteiligt. Als er seinem Vater den Hadith von ihm berichtete, sagte Amr ibn al-As zu Muawiya: Hörst du nicht, was der sagt? Also diesen Hadith. Dann sagte Muawiya, und das ist ein Beispiel für den Ta'wil, aber dieser Ta'wil ist nicht richtig. Wenn diese Überlieferung stimmt, muss ich auch sagen. Weil das meiste, wie einige der Ahlul Ilm sagen, was in Bezug auf diese Geschehnisse überliefert wird, ist gelogen. Ist gelogen. Also wenn diese Qissa hier, diese Geschichte stimmt, dann die Ahlul Ilm erwähnen diese Form des Ta'wil, der Interpretierung, unter dem At-Ta'wil al-Madhmum, also den tadelnswerten, nicht richtigen Ta'wil, der auf keinen Indizien basiert und der vordergründigen Bedeutung widerspricht. Aussagen haben ja oft eine vordergründige und eine hintergründige Bedeutung. Du kannst die hintergründige Bedeutung teilweise nehmen, wenn es Indizien gibt, die dafür sprechen. Und da Muawiya dachte, dass er richtig liegt und er das Richtige macht, sagte er in der Interpretation dieses Hadith, er hat ihn nicht verleugnet. Er sagte, diejenigen, die ihn rausgebracht haben, also in den Kampf geschickt haben, haben ihn ja umgebracht. Seht ihr? Also sie sind die Ursache darin, weil Ali ist ja rausgezogen. Nicht Muawiya. Muawiya und so haben nur gesagt, wir geben dir keine Bay'a, bis du das und das machst. Ali ist dann rausgezogen. Jedenfalls, was ich hiermit sagen möchte, ist, dass Abu Sufyan, über den wir hier gerade reden, das ist der Vater von Muawiya. Und Muawiya, radiyallahu anhu, ist ein Sahabi, ist einer derjenigen, der die Offenbarung aufgeschrieben hat, also einer der Koranschreiber. Und was da zwischen ihnen passiert ist, ist passiert. Ja. Darüber sollte man nicht so tief grübeln. Das waren Fehler, die passiert sind. Und sind trotzdem das, was sie sind. Muawiya hat die Vorzüglichkeit, dass er ein Sahabi des Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Deswegen sagte Ibn Abbas über ihn auch, dass er ein Faqih ist. Muawiya. Obwohl Ibn Abbas auf der Seite von Ali war. Er war auf der Seite von Ali. Und deswegen Ali hatte Ibn Abbas ausgeschickt zu den Khawarij, um mit ihnen zu diskutieren und sie auf ihren Fehler hinzuweisen. Woraufhin auch ein Großteil der Khawarij dann wieder zurückgetreten ist von ihrer Meinung. Dass nur noch wenige tausend von den Khawarij übrig geblieben sind. Dieser Abu Sufyan, radiallahu anhu, hat im Jahr des Fathu Makkah, also als Makkah erobert worden ist, hat er den Islam angenommen und hat in der Schlacht von Hunain teilgenommen. Hunain war eine schwere Schlacht, in der einige Muslime geflüchtet sind, aber er war nicht von denen, die geflüchtet sind. Er ist mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geblieben. Wisst ihr, wie alt er war? In der Schlacht von Hunain? 70 Jahre alt. 70 Jahre alt. Heute ein 70-Jähriger läuft auf Krücken oder vielleicht im Rollstuhl und kann sich nicht mehr bewegen. Na. Jedenfalls, er ist zwischen dem Jahr 30 bis 35 nach Hijra gestorben. Also in der Zeit von der Khilafa des Uthman, radiyallahu anhu. Uthman, radiyallahu anhu. Und Uthman hat dann für ihn auch gebetet, das Salat al-Jinaza. Uthman, radiyallahu anhu, wurde ja auch ermordet. Haben wir ja eben gesagt, ne? Ja. Und auch das hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam bereits vorausgesagt.
Es kam vor, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Haus war und da hat es geklopft. Und da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam über den, der reinkommen soll, Bashirhu bil Jannah. Gib ihm die Botschaft des Paradieses. Und da kam Abu Bakr rein. Und dann, nach einer Weile, hat es wieder geklopft und da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Bashirhu bil Jannah. Auch das Gleiche. Es kam Umar rein. Als der Dritte kam, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Bashirhu bil Jannah ala balwa tusibuhu. Berichte ihm auch davon, gebe ihm auch frohe Botschaft des Paradieses, aber ala balwa, aber ihn werden Masaib, ihn werden schwere Zeiten treffen, ihn werden schwere Zeiten zustoßen. Ja, das war dann Osman, dann kam Osman rein. Ebenfalls sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Osman, er hat Osman selbst mitgeteilt, dass er umgebracht werden wird und dass man ihm seinen Kopf zerschlagen wird. Und so war das auch, als diese Khawarij reingekommen sind, haben, also einer von ihnen war das, ich weiß nicht mehr, wie das genau war, er hatte ihn auf seinen Kopf gehauen und ihn ermordet auf diese Art. Er war in seinem Haus, hat den Koran aufgemacht gehabt, den Mushaf gelesen gehabt vor sich, aber das hat sie auch nicht davon abgehalten. Weil er wusste, dass er umgebracht wird. Er wusste das und deswegen hat er auch die Sahaba alle weggeschickt, die dort anwesend waren. Er hat alle raus aus seinem Haus geschickt und sie sollen ihre Hände zurückhalten. Sie sollen ihn nicht verteidigen oder irgendwie sich daran beteiligen, sondern einfach weggehen. Und irgendwann kam es dann, dass sie in sein Haus gestürmt sind und ihn umgebracht haben. Jedenfalls, und der Mord von Osman war sozusagen der Anfang der Fitan in der islamischen Umma. Das war sozusagen der, wie soll ich es nennen? Das hat eine Welle von Fitan ausgelöst, die danach nicht mehr aufgehört haben. Das, was danach kam, war ja alles wegen dieser Sache, ne? Das zwischen Abdullah ibn Zubayr, zwischen Muawiyah, zwischen Ali radiallahu anhu. Das hat alles damit begonnen. Und daher sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch in einem Hadith, und er sagte, wenn das Schwert über diese Umma einmal gezogen wird, also wenn sie anfangen, sich gegenseitig zu bekämpfen, wird sie bis zum Tag der Auferstehung nicht mehr abgehoben werden. Sie werden also ständig damit beschäftigt sein, sich gegenseitig abzumetzeln. Aber dennoch war die Angelegenheit und die Situation der Umma bis zu 12 Königen noch akzeptabel. War noch akzeptabel, auch wenn es zwischendrin immer kleine Funken gab. Aber sie waren noch stark, waren mächtig und der Islam war erhalten. Daher sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hadith, der im Sahih verzeichnet wird, er sagte, die Angelegenheit meiner Umma wird gut sein, solange 12 Ä'immah über sie kommen. Also bis 12 Ä'immah, 12 Herrscher werden sie gut sein. Danach wird das sinken, sehr stark sinken. Und zu diesen 12 gehört auch Muawiyah. Ja. Und die anfängliche Dynastie der Banu Umayya, wie da unter ihnen auch Umar ibn Abdulaziz, den man den fünften Khalifa nennt. Aber diese Bezeichnung ist nicht so akzeptabel. Fünfte Khalifa. Man nennt ihn so, weil er in seiner Art und Weise, in seinem Umgang, in seiner Siyasa, den Khulafa sehr ähnlich war, den ersten Khulafa. Aber wenn man fünfte Khalifa sagt, dann Muawiyah. Sahih. Ein Sahabi. Khalul Mu'minin, man nennt ihn Khalul Mu'minin. Der Onkel, so nennt man ihn. Die Ahle Sunna sind sich einig, dass man ihn so nennt. Khalul Mu'minin, der Onkel der Mu'minun. Ja. Ja. Deswegen sagen sie, wer das verneint, das ist eine der Symbole der Mubtadi'a, die diese Bezeichnung negieren, dass man ihn so nennt. Dann haben wir hier Folgendes. Die vierte Sache, wenn man die Muslime warnen möchte. Auch hier ist es erlaubt, Personen bei Namen zu nennen, in Bezug auf das, wovor man sie warnen möchte.
Man sollte sich auch darauf begrenzen. Das ist auch legitim, wie zum Beispiel vor dem Mubtadi'a. Man weiß, dass Fulan und Fulan beispielsweise oft zu einem Mubtadi'a geht, ja, zu einem Ketzer und Heretiker nennen die, glaube ich, einen Deutschen. Jemand, also der nicht auf dem Rechtsglauben ist, in der Aqida. Auch vor ihm muss dann gewarnt werden. Man kann ihn warnen, hör mal zu, dass dieser Fulan ist so und so, der hat diese und diese Aqida, nimm dich vor ihn in Acht. Oder wenn er allgemein aktiv ist, diese Person, sie ist allgemein aktiv, öffentlich aktiv, dann muss auch die Öffentlichkeit vor ihm gewarnt werden, wenn das vorteilhaft ist. Und daher hier ein interessanter Bericht, habe ich aus dem Tarikh von Dimaschk entnommen. Uqba ibn Alqama, er sagt, ich war bei Arta ibn al-Munzir. Und manche, die in der Sitzung anwesend waren, sagten zu ihm, zu Arta, was sagst du über einen Mann, der Ahlus Sunnah, also ein Sunnite, ein Mann der Ahlus Sunnah, wenn die Ahlul Bid'ah erwähnt werden, die Qadariyya, die Murji'ah, die Khawarij, die Mu'tazila, die und so weiter, die Jahmiyyah, wenn die Ahlul Bid'ah erwähnt werden, dann sagt er, lasst doch diese Sache, also erwähnt sie doch nicht, da'una minhum, erwähnt sie doch nicht in unseren Sitzungen. Was sagst du über so jemanden? Er sagte, huwa minhum la yulabbisu alayhi amrakum. Lasst euch nicht von ihm täuschen, er ist auch von ihnen. Er ist auch von ihnen. Dann sagte hier Uqba ibn Alqama, er sagt, diese Aussage von Arta ibn Munzir hat mir nicht gefallen. Ankartu alayhi dhalik. Er hat mir nicht gefallen. Er sagt, dann bin ich zu Al-Awza'i gegangen. Al-Awza'i, der Imam der Ahlus Scham. Der Imam in Scham. Und dann habe ich gesagt, habe ich ihm von dieser Sache erzählt, was Arta sagte. Und dann sagte Al-Awza'i, er sagte, Sadaqa Arta wal Qawlu maqal. Arta hat die Wahrheit gesprochen und das, was er sagt, ist richtig. Und dann sagte er, begründete das, Al-Awza'i sagte, der hier, der verbietet es, sie zu erwähnen. Und wenn sie nicht erwähnt werden, wann soll man sich vor ihnen in Acht nehmen? Wenn sie nicht erwähnt werden, wie soll man sich vor ihnen in Acht nehmen? Na. Von daher, die Ahlul Bid'ah zu erwähnen, ist auch legitim. Aber wie gesagt, wenn es da einen Nutzen gibt, wenn es einen Nutzen gibt, beispielsweise wenn diese Person aktiv ist in der Da'wa, wenn es so ein schweigender Mubtadi' ist, schweigend, das heißt, er lebt nur so für sich, er ruft weder dazu auf, noch haben die Leute was mit ihm zu tun, dann ist es vielleicht nicht so erforderlich, weil da geht keine große Gefahr von ihm aus. Wenn man weiß, dass Leute zu ihm gehen und ihm beisitzen von Ahlus Sunnah oder dass er aktiv ist, dann muss vor ihm gewarnt werden. Ja. Und genauso, das siehst du auch in den Büchern des Hadith, wenn es um die Sicherheit und die Verbürgung des Hadith geht, dann sagen sie, Fulan ist ein Kadhab, Fulan ist ein Lügner, Fulan wird beschuldigt, wird der Lüge beschuldigt, Fulan hat so und so gemacht und dies gemacht, ja. Fulan ist schwach in seinem Hifz, Fulan vergisst oft, macht viele Fehler, ja. Das ist notwendig. Da, wo es notwendig ist, ist es nicht verboten. Ja. Und zu dem vierten, also zu der Warnung der Muslime, gehören auch Fälle wie bei, wenn dich jemand konsultiert wegen der Ehe, haben wir schon oft erwähnt und dich danach fragt. Oder jemand möchte sein Hab und Gut bei jemandem als Amana abgeben und er fragt dich über ihn, ob er vertrauenswürdig ist. Ja. Hier musst du die Sache so erwähnen, wie sie ist. Man muss vielleicht nicht alle Defizite nennen. Du musst nicht gleich sagen, der zieht die Leute über den Tisch und der macht das und das. Vielleicht kannst du ihn erstmal, ohne das zu erwähnen, ihn davon abraten. Ich rate dir, das nicht zu machen. Ich rate dir,
dein Vermögen nicht bei ihm abzulegen oder deine Tochter oder deinen Sohn nicht mit Fulan zu verheiraten. Wenn das ihm aber nicht reicht und du siehst, das wird ihn nicht davon abhalten, dann solltest du eine Stufe weitergehen und die Fakten etwas detaillierter erwähnen. Die fünfte Sache ist, das ist eigentlich keine wirkliche Riba, aber es hat eine Ähnlichkeit dazu. Die fünfte Sache, wo du das erwähnen kannst, wenn jemand mit solchen Namen bekannt ist. Spitznamen oder Kosenamen, ja. Davon gibt es im Arabischen einiges, zum Beispiel Al-A'raj. Al-A'raj ist der, der beim Laufen, wie nennt man das, hinkt, ne? Hinken nennt man das, ne? Al-A'raj ist der Hinkende. Wir haben ja gesagt, jemanden mit körperlichen Defiziten zu erwähnen, ist auch eine Form der Riba, sahih? Wenn du über jemanden sagst, Fulan ist ein Glatzkopf. Fulan hat keine Zähne. Fulan hat gelbe Zähne. Ja. Und derartiges gehört zu Riba. Aber nehmen wir mal an, jemand hat diesen Spitznamen. Nur mal so, Gelbzahn. Und er ist bekannt unter diesem Namen. Vielleicht hat er auch keine gelben Zähne, aber man nennt ihn einfach so. Ist es dann eine Riba, ihn so zu nennen? Das ist kein Riba. Ja. Auch der arabische Name Al-A'mash, auch einer der Ulama, der hieß, man hat ihn Al-A'mash genannt. Al-A'mash ist jemand, der ein ständig drehendes Auge hat und halb blind ist, nicht richtig sieht. Aber wenn man diesen Namen meiden kann, wenn man ihn meiden kann, ist es vielleicht auch besser, das zu meiden. Außer man weiß ganz sicher, dass er damit einverstanden ist und dass es für ihn ganz normal und gewöhnlich ist. Die sechste Sache, wo die Riba zulässig ist, ist der Al-Mujahiru bil-Fisq. Jemand, der offen, unverborgen und unverblümt eine bestimmte Form des Fisq praktiziert. Ja. Beispielsweise jemand trinkt öffentlich in der, wie nennt man das? Also er versteckt sich nicht. Er trinkt Alkohol. Er macht es öffentlich, er läuft mit Bierflaschen auf der Straße rum und man sieht ihn immer wieder in der Bar und so weiter trinken. Dass du ihn damit erwähnst, also in Bezug auf die Sünde, die er macht, nicht mehr. Also, wenn er eine Sünde öffentlich macht, dann ist das noch kein Grund, dass du alles Mögliche über ihn erwähnst und über ihn sprichst, sondern nur das, was er öffentlich macht, das kannst du erwähnen. Denn wenn es ihn kümmern würde, dass die Leute nicht über ihn sprechen, dann hätte er das nicht in der Öffentlichkeit getan. So unverblümt und unverschämt. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, er sagte, man alqa jilbab al-haya, fala ribata lah. Wer den Mantel des Schams ablegt, für ihn gibt es keine Riba. Denn der Mantel des Schams ist, dass du diese Sachen nicht in der Öffentlichkeit vor allen Augen machst. Und daher wurde auch Al-Hasan gefragt, Al-Fajirul mu'linu bi-fujuri. Al-Fajir ist so der unverschämte Sünder, also jemand, der unverschämt ist und seine Freveltaten vor allen Menschen praktiziert. Gibt es für ihn, in Bezug auf ihn, eine Riba? Er sagte, La ribata lahu wa la karama. Da gibt es keine Riba. Ja. Was ist die Tauba der Riba? Oder was ist die Kafara der Riba? Die Kafara, wie löst man sich und befreit man sich von der Last der Al-Riba. Hierzu soll man wissen, dass die Riba zwei Bereiche enthält. Also wenn man hier über jemanden lästert, hat man eigentlich zwei Taten begangen, die eine Sünde darstellen. Einmal hast du ein Recht Allah Ta'alas gebrochen, hast dich vergangen an ein Recht Allah Ta'alas und dieses Recht liegt darin, dass er dir das verboten hat. Und da du das getan hast, hast du eine Grenze überschritten und ein Recht Allah Ta'alas verletzt. Das ist ein Bereich. Der zweite Bereich hat mit dem Menschen selbst zu tun, gegen den du dich vergangen hast. Und zwar hast du seine Würde, etwas Unantastbares an ihm,
verletzt, du hast seine Würde verletzt und hiermit hast du ein menschliches Recht gebrochen. Also besteht die Tauba aus zwei Dingen. In Bezug auf das Recht Allah Ta'alas, die Reue, das Bedauern, das, was man so von der Tauba kennt. In Bezug auf den Menschen, gegen den du dich vergangen hast, hat das auch nochmal zwei Situationen. Wenn er mitbekommen hat, wenn es ihn erreicht hat, was du über ihn gesagt hast und derartiges, er hat davon mitbekommen und du weißt das, in diesem Fall musst du das persönlich mit ihm klären. Du musst dich bei ihm entschuldigen, also bei ihm dein Bedauern äußern. Du musst äußern, dass du das bedauerst, was du gesagt hast und derartiges, damit er dir verzeiht. Sollte ihm das aber nicht zu Ohren gekommen sein, er hat nichts davon mitbekommen, dann solltest du ihm natürlich auch nichts davon sagen. Also nicht, er weiß gar nichts davon, ne, dass du über so und so und so über ihn gesagt hast und in dieser Sitzung über ihn gesprochen hast und in der Gesellschaft von Fulan und Allan habe ich das und dies über dich gesagt. Es ist natürlich besser für ihn, für seinen Gemütszustand, ja, für seinen geistlichen Zustand, für seine Psyche, dass er das nicht weiß. Sahih. Und zweitens, es könnte sein, dass du ihn, wenn du das dann erwähnst, einmal erneut betrübst. Und zweitens, dass du ihn gegen dich aufheizt, dass er gegen dich eine Feindschaft und Hass entwickelt. Und das ist natürlich dann, da ist es besser, das gänzlich zu verschweigen. Was machst du aber in diesem Fall? Du hast ihm aber trotzdem einen Schaden angerichtet. Du hast seinen Ruf beschmutzt, seinen Ruf geschadet. Dann musst du das trotzdem irgendwie ausgleichen. Und das geschieht darin, indem du ihn in den Gesellschaften, in denen du über ihn schlecht gesprochen hast, dass du über ihn gut sprichst, dass du ihn lobst, dass du für ihn um Vergebung bittest, dass du für ihn Dua machst und derartig irgendwie ausgleichst. Daher sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der im Bukhari überliefert wird, von Abu Huraira, er sagte, man kanat indahu mazlamatun li akhihi, wer seinem Bruder Unrecht angetan hat, irgendein Unrecht, mit malin au ird, sei es im Vermögen oder in seiner Würde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt diese zwei hier, weil das sind die Sachen, mit denen du einem Menschen Schaden antun kannst. Die Streitereien der Menschen, der meiste Streit der Menschen dreht ja um die Sache. Du hast mir das weggenommen, du musst mir das geben, du schuldest mir noch das, mir steht das und jenes zu. Oder es hat mit dem Erd zu tun, mit der Würde. Du hast mich beschimpft, du hast meine Familie beschimpft, du hast bla 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 gemacht. Das sind die zwei Sachen, die Hauptstreitgründe. Und er hat hier nicht das Blut erwähnt, wobei die unantastbaren Dinge drei sind. Das Vermögen, Al-Mal, Al-Dam, das Blut und Leben und Al-Ird. Weil das mit dem Blut kann nicht in Frage kommen. Also die anderen Sachen passieren häufig. Aber das mit dem, dass ein Muslim tötet, unvorstellbar. Und daher hat er das hier auch nicht erwähnt. Und das kann eines der Gründe sein, warum er das nicht erwähnt hat. Und daher pflegte eben Abbas radiallahu anhu zu sagen, als er gefragt worden ist, gibt es einen Tauba für jemanden, der jemanden umbringt? Gibt es für ihn einen Tauba? Er sagt, la Tauba tala. Der hat keine Tauba. Dann gibt es keine Tauba für ihn. Aber was Ibn Abbas damit meinte, ist so eine Sache, das ist aber nicht unser Thema. Jedenfalls, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er soll zu ihm gehen, falyatihi, er soll zu ihm gehen, also wenn du jemanden Schaden angetan hast, falyastahillaha minhu, und er soll sich von diesem befreien lassen. Er soll sich von ihm erlösen lassen. Bevor ein Tag kommt, an dem von ihm weder ein Dirham noch ein Dinar akzeptiert wird. Na, Taib. Dirham, Dinar. Dirham ist Silber, Dinar, Gold. Na,
12 Dirham entsprechen einem Dinar. Ja, 12 Dirham entsprechen einem Dinar. Jedenfalls das neunte Defizit und Makel der Zunge ist die An-Namima. Oft geht man davon aus, dass die Namima und die Riba zwei gleiche Sachen sind. Aber es gibt einen Unterschied zwischen der Namima und der Riba. Die Riba haben wir geklärt. Die Namima ist meistens, also das, was man so davon, darunter versteht, dass man etwas über Fulan, was er getan oder gesagt hat, an Fulan und Allan weiter mitteilt. Also man geht zu so und so und sagt ihm, Fulan hat das und das über dich gesagt. Das ist die Namima. Die Riba ist, dass du über Fulan redest. Die Namima ist, dass du von das, was die Person A gesagt oder gemacht hat in Bezug auf die Person B, beispielsweise hat A sich lustig gemacht über B, in der Anwesenheit von Menschen, dann gehst du zu B und sagst, der hat sich über dich lustig gemacht. Oder der hat über dich das und das gesagt. Auch das ist eine verbotene Handlung, die mit der Zunge zu tun hat. Und daher wird im Sahih überliefert, in den Sahihain, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, La yadkhulul jannata qattat. Der Qattat, das ist der, der die Namima praktiziert, wird nicht das Paradies betreten. Der Qattat, der die Namima praktiziert, der wird das Paradies nicht betreten. Was heißt das eigentlich? Wir haben einige Texte, in denen gesagt wird, Fulan und Fulan, wer so und so macht, und das sind Sünden, kein Kufr, kein großer Kufr, der wird das Paradies nicht betreten. Was heißt das? Der wird das Paradies nicht betreten. Also nie, der wird für immer in der Hölle bleiben. Das ist nicht gemeint. Das ist nicht gemeint. Im Madhab der Ahlus Sunna ist das nicht gemeint. Damit ist entweder gemeint, dass er die meinen zum Beispiel, wer das für legitim ansieht, eine konsensuell verbotene Sache legitim ansieht. Aber das ist ein bisschen schwach, dieser Ta'wil, weil das begrenzt sich dann nicht nur auf diese Sünde. Das ist ja bei allen Dingen so, die konsensuell verboten sind. Manche sagten, damit ist gemeint, er wird nicht anfänglich und eingangs gleich ins Paradies eintreten, sondern erst nach einer Weile. Ja. Und dann gibt es noch andere Ta'wilat. Auf jeden Fall hier ist nicht gemeint, dass er niemals ins Paradies eintreten wird. Denn das Paradies, die Hölle wurde für die Kuffar geschaffen. Allah Ta'ala sagt, U'iddat lil Kafirin. Für die Kuffar vorbereitet. Nicht für die Muslime. Auch wenn der Muslim da reingeht, es ist aber nicht für ihn vorbereitet. Ja. Tayyib. Das ist ein Teilaspekt der Namima. Man kann die Namima aber auch anders ausdrücken, allgemeiner. Die Namima ist das zu entblößen, was nicht entblößt werden sollte. Das aufzudecken, was nicht aufgedeckt werden sollte. Daher erwähnen einige der Ahlul-Ilm, dass wenn jemand zum Beispiel einen Schatz begräbt irgendwo an einem versteckten Ort und du das erwähnst, das ist auch Namima. Das ist auch eine Form der Namima. So, was musst du tun, wenn jemand zu dir kommt mit der Namima? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, so und so sagt über dich das und das. Oder er hat das und das gemacht. Was musst du tun in diesem Fall? Sechs Dinge hast du zu tun. Das allererste, dass du ihm nicht glaubst. Egal wer er ist. Dass du ihm nicht glaubst. Warum? Allah Ta'ala sagt, وَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا. Wenn zu euch ein Fasiq, ein Frevler, wenn ein Sünder zu euch mit einer Nachricht kommt, mit einer Botschaft, فَتَبَيَّنُوا. Dann, تَبَيَّنُوا, also stellt die Sache klar. Nimmt ihm das nicht sofort ab, kauft ihm das nicht ab, glaubt ihm nicht. Und der Namam,
ist ein Fasiq. Wer dir solche Mitteilungen bringt, der ist ein Fasiq. Zweitens, dass du ihm dies verbietest und ihn zurechtweist, wenn es einen Nutzen hat. Drittens, dass du ihn für diese Tat verabscheust. Das ist nämlich eine abscheuliche Tat, die verabscheuenswürdig ist. Außerdem ist der Namam verabscheut bei Allah Ta'ala. Viertens, dass du über die Person A, über die er dir gerade etwas mitteilt, dass du über sie nicht schlecht denkst. Also keine Vermutungen hegst, weil er dir das jetzt gesagt hat. Weil das ist ja der Grund, warum die Namima verboten ist. Sie bringt dazu, sie regt Vermutungen an. Sahih. Das fünfte ist, dass diese Namima dich nicht dazu antreiben soll, der Sache auf den Grund zu gehen, zu spionieren und hören und nachforschen. Denn deswegen wurden ja die Vermutungen verboten. Allah Ta'ala sagt, ja, amanu, min O ihr, die Iman habt, vermeidet vieles an Vermutungen. Viele Vermutungen sind zu vermeiden. Inna ba'da Einige Vermutungen sind Sünde, sündhaft. Und dann guck mal, was hier, wie Allah Ta'ala die Sachen erwähnt. Nachdem er die Vermutungen erwähnt hat, sagt er, wala tajassasu, und spioniert nicht. Wo ist der Zusammenhang zwischen Vermutungen und Spionage? Vermutungen regen dich dazu an. Sie sind sozusagen der Motor. Die treiben dich dazu, zu spionieren und der Sache auf den Grund zu gehen. Und deswegen wurde A verboten, weil das ein Mittel ist, das zu B führt, nämlich zu der Spionage. Sechstens, dass du nicht dasselbe machst, was der Namam gemacht hat. Also das, was er dir gesagt hat, nicht weitererzählen. Die Namima kann ja sein, dass sie über einen Freund von dir gesagt worden ist. Beispielsweise A kommt zu dir und sagt über einen Freund, er sagt zu dir und er weiß, dass du eine Beziehung mit C hast. Nehmen wir drei Personen. Wir haben A und B. B ist die Person, die zu dir kommt, der Namam. Und wir haben C, das ist dein Freund. B kommt zu dir und sagt, A hat über C so und so gesagt. Und er weiß, das regt dich an und das stört dich. So, nachdem du diese fünf Schritte begangen hast, fall nicht selbst auch in die Riba, in die Namima, indem du jetzt zu C gehst und ihm erzählst, dass B das gesagt hat. Seht ihr? Das sind die sechs Dinge, die zu tun sind. Suleiman ibn Abd al-Malik, einer der umayyadischen Könige, also der Banu Umayya, der Nachfahren von Muawiya. Ein Mann kam zu ihm und dann sagte dieser König, Suleiman ibn Abd al-Malik, er sagte, mir ist zu Ohren gekommen, dass du so und so über mich sagst und so gemacht hast. Dann sagte er, dieser Mann, er sagte, ich habe das nicht gemacht. Und dann sagte Suleiman, der König, er sagte, der mir das gesagt hat, der ist ehrlich. Thika. Dann sagte der Mann der Antwort, er sagte, der Namam ist nicht ehrlich. Der Namam, der dir Sachen mitteilt, ist nicht ehrlich. Kann nicht ehrlich sein, das ist ein Fasik. Ja. Und dann sagte Suleiman, Sadakt, er hat dann akzeptiert, er hat das verstanden. Er sagt, du hast die Wahrheit gesprochen, geh fort. Yahya ibn Abi Kathir, einer der großen Muhaddithin, er sagte, der Namam veranstaltet einen dermäßigen Schaden, in einer Stunde, den ein Zauberer nur in einen Tag hinkriegt. Oder nee, in einem Monat, sagt er. Der Namam stellt Schaden an in einer Stunde, den der Zauberer nur in einem Monat hingekriegt hätte. Und da erwähnen sie eine amüsante Geschichte. Also sie ist amüsant, weil man da sieht, was die Namima anrichten kann. Ein Mann war auf einem Sklavenmarkt und hat einen Sklaven gekauft. Und der Verkäufer hat ihm gesagt,
Er hat sozusagen, wisst ihr, wenn man ein Auto kauft, dann sagt man, hier ist was kaputt und da ist kaputt. Da hat er gesagt, hier bei dem ist auch was kaputt. Und zwar, dieser Mann, der betreibt die Namima und die Riba. Er hat das sozusagen gesagt, damit er nicht später kommt und sagt, hier, das habe ich nicht gewusst. Nimm wieder zurück. Er hat gesagt, hat er ihn trotzdem gekauft und haben eine Zeit gelebt zusammen. Und der Mann war verheiratet. Dieser Sklave ist zu seiner Frau gegangen und ihr gesagt, der möchte eine andere heiraten. Der möchte eine weitere Frau ins Haus holen und heiraten. Nebenbuhlerin. Und dann ging er zu dem Mann und sagte zum Mann, nimm dich vor deiner Frau in Acht. Die will so und so machen, die will dich umbringen. Dann ist er wieder zur Frau gegangen und hat gesagt, wenn du möchtest, dass ich diesen Mann an dich hänge, ja, dass er nur noch an dir hängt, dann mach Folgendes. Geh nachts, wenn er schläft, mit einer Rasierklinge und rasiere ihm die Haare hier ab. So, die Frau hat ihm das abgekauft. Das ist wirklich möglich, dass Frauen sowas abkaufen. Die machen alles Mögliche, um ihre Männer zu behalten irgendwie. Deswegen in unseren Ländern gehen sie zu diesen Heiligen, die in Wirklichkeit Scharlatanen sind, Zauberer und so weiter. Und machen die dümmsten Sachen dort. Jedenfalls, sie ist dann hingegangen. Der Mann, der Sklave ist zum Mann, hat ihr gesagt, pass auf, wenn du schläfst. Ja, die wird kommen halt. Der Mann hat sich so hat den Schlaf vorgetäuscht und er hat die Frau kommen sehen mit der Klinge und er ist davon ausgegangen, sie möchte ihn umbringen. Und dann hat er sie umgebracht. So, die Geschichte ist nicht zu Ende. Er hat sie umgebracht, die Familie der Frau hat es mitbekommen, sie haben ihn auch umgebracht. Zwei Morde wegen ein paar Wörtern, die eine Person von hier nach da gebracht hat und von dort nach hier. Das war das neunte Defizit, die An-Namima. Wir haben noch ein Defizit oder zwei. Diese machen wir das nächste Mal. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.